Der ist gut, der ist richtig gut. Und da ist das Tor und es ist Keki Alalucci. 31. Spielminute, die Definition von Hochverdienst. Eingeleitet von Geraldo Becker. Der bringt die Flanke und die ist perfekt getimt. Über alle hinweg und dann ist es Genki Haraguchi. Belfodil bringt ihn rein und dann das Eigentor. Gieselmann bricht mal durch auf links, bringt die Flanke, das Prömel, der Kopfball ist perfekt. Gechter kriegt keinen Druck auf Nico Gieselmann, der in aller Seelenruhe die Flanke spielen kann. Und dann ist es Grisha Prömel. Technisch sehr hochwertig. Schäfer mit dem Ballgewinn. Und jetzt der Gegenstoß. Geraldo Becker mit dem Tor. Umschaltspiel. Noch so eine Kernkompetenz. Warum? A, weil Ryerson das richtig gut löst. Und B, weil Schäfer nachsetzt im Mittelfeld und dann diesen genialen Ball spielt. Michel. Abseits, Fragezeichen, Sven Michel und auch der sitzt. Und da ist es, sein erstes Tor. Entsteht durch diesen Ball von Baumgartl einfach mal vorne rein. Es ist kein Abseits. 4:1. Ein Ergebnis wie Donnerhall. Und wie heißt es so schön? Alle guten Stadtmeisterschaften sind 3. Und somit ist es das Derby-Triple, somit ist es Sieg 3 von 3 und somit ist es auch wieder Platz 7 in der Fußball-Bundesliga. Vorbei am 1. FC Köln. Ja, wir waren von der ersten Minute einfach besser, das hat man gemerkt. Wir waren aggressiver in den Zweikämpfen. Wir hätten eigentlich schon zur Halbzeit meiner Meinung nach 3-4-0 führen müssen. Kriegen dann ein bisschen ärgerlicherweise das Gegentor, aber sind dann direkt wieder im Spiel. Und über 90 Minuten haben wir ein überragendes Spiel gemacht. Na klar, wenn man dann da mit den Fans zusammen feiert, ja, gibt wenig Sachen im Leben, die schöner sind. Ich glaube, heute haben wir ein überragendes Spiel gemacht. In der ersten Halbzeit hätten wir den Sack eigentlich schon zumachen müssen. Wir haben uns viele Chancen rausgespielt. Ja, aber über allem stehen 3 Derby-Siege, eine schöne Stadtmeisterschaft. Ich glaube, heute hat jeder was zu feiern. Ich glaube, wir sind insgesamt gewachsen. Ich glaube, wir lassen uns nicht aus dem Konzept bringen, egal welcher Gegner auch. Gegen die Bayern haben wir zweimal klar verloren, sind trotzdem dran geblieben und es waren eigentlich nicht Spiele, wo du jetzt so klar verlieren musst, sondern wir bleiben eigentlich unserer Linie treu und ich glaube, das sieht man auch. Trimi, jetzt ist heute, glaube ich, ein Grund zu feiern. Macht der Kapitän oder heute mal den Zapfhahn vielleicht ein bisschen auf? Ich hoffe, die Teammanagerin hat schon irgendwas geklärt, dass in der Kabine schon das eine oder andere Bier steht. Aber natürlich feiert man das ein bisschen. Aber wir haben auf jeden Fall noch was vor. Deswegen ist jetzt nicht nur Party angesagt, aber heute und morgen vielleicht, ja. Habt ihr euch verdient. Vielen Dank. Danke.